So ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Auch dieses Mal war ich auf den interessantesten Fußballplätzen unseres Sendegebiets unterwegs und das sind die Themen. Regionalliga West, der USK Anif musste sich im Nachbarschaftsderby gegen den SV Kröte geschlagen geben. Zweite Landesliga Süd, der FC Capron erreichte im ersten Heimspiel der Saison ein Unentschieden gegen den SC Mühlbach und Damenfußball. Der FC Bergheim feierte gegen den HSV Wals einen Kantersieg. Es freut mich immer, an dieser Stelle Nachbarschaftsderbys ankündigen zu können und einige dieser Nachbarschaftsderbys fand am vergangenen Sonntag in Anif statt und bei diesem Spiel standen sich den Mannschaften des USK Anif und des SV Kröte gegenüber. Bei den Gästen stand mit Hans-Peter Berger, ein ehemaliger Bundesliga-Goalie, im Tor und auch sonst ist zu sagen, dass der SV Kröte bis zur vergangenen Saison noch in der Bundesliga und damit im Profifußball im Einsatz war. Also sollte dieses Spiel eigentlich eine klare Sache sein und das Derby versprach auch spannend zu werden. Und es hat dieses Versprechen auch gehalten. Im Nachbarschaftsderby zwischen dem USK Anif und dem aus der Bundesliga abgestiegenen SV Kröte zunächst einmal die Gastgeber am Ball, die in Rot spielen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Im Tor der Gastgeber begann Josef Stadelbauer Pass und im Tor der Gäste der ehemalige Bundesliga-Goalie Hans-Peter Berger. Zunächst sind einmal die Hausherren am Ball, versuchen es über die linke Seite, Rückpass, aber kein Problem für Josef Stadelbauer. Jetzt wieder ein Foul, hätte man durchaus mehr geben können. Das ist übrigens Hans-Peter Berger, der ja in der Bundesliga unter anderem auch für den SV Ried gespielt hat und auch dort immer seine gute Leistung erbracht hat. Jetzt wieder die Gastgeber am Ball. Herrliche Aktion. Aber der Ball geht nicht ganz ins Out und es bleibt vorerst beim 0:0. Wobei zu sagen ist, dass auch Josef Stahlbauer bis dorthin einen Geschoss abwehren konnte. Jetzt wieder die Geste. Schöne Aktion, herrlich. Jetzt wieder über die Seite. Der Pass kommt, Schuss und Tor. 0:1, herrlich gemacht. Julian Feißer war der Torschütze. Keine Chance für Josef Stahlbauer. Der Jubel der Geste, wie wir hier auf diesen Bildern sehen, natürlich entsprechend groß. Und dieses 0:1 ist auch der Spielstand nach 45 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Die Seiten wurden gewechselt und jetzt wieder ein Angriff des USK Anif, aber der Ball geht am Tor von Hans-Peter Berger vorbei. Neuer Versuch. Gute Aktion, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder Eckball. Schuss und Tor. Weitere Treffer. Der Torschütze hieß Mladen Jutric zum 0:2. Keine Chance für Josef Stadelbauer im Tor der Gastgeber. Und natürlich ist der Jubel entsprechend groß. Jetzt wieder der USK Anif am Ball. Pass. Schöne Aktion. Das Spielgeschehen spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Aber auch da ging der Ball zwar in Richtung, aber nicht ins Tor, wie wir gleich sehen werden. Ball geht auf jeden Fall ins Out. Jetzt wieder neuer Versuch. Kommt rüber. Schuss und Tor. Anschlusstreffer durch Patrick Reil in der 79. Spielminute. Keine Chance für Hans-Peter Berger, da irgendwas zu machen. Und das Spiel wurde wieder spannend. Dann die 86. Minute. Zunächst einmal der USK Anif vom Ball, verliert ihn an die Gäste. Gute Aktion, Schuss und Tor. Hier ist das 1:3 für den SV Kröte, der dieses Derby damit verdient für sich entscheidet und an der Tabellenspitze ist. 3:1 für den SV Kröte
So lautete das aus Sicht des USK ANEF unerfreuliche Endergebnis, aber dieses Ergebnis zeigte, dass der USK ANEF durchaus mit einer ehemaligen Bundesligamannschaft mithalten kann und auf jeden Fall bot dieses Derby alles, was ein Fanherz eines Fußballs höher schlagen lässt. Als nächstes kommen wir in den Pinzgau und genauer gesagt nach Capron, denn in Capron fand das Spiel des FC Capron gegen den SC Mühlbach im Pinzgau statt. Auch da gab es einige Tore zu sehen und die schönsten von ihnen darf ich im folgenden Beitrag präsentieren. Im ersten Meisterschaftsheimspiel des FC Capron gegen den SC Mühlbach im Pinzgau zunächst einmal den violett spielenden gestern Ball, Kontermöglichkeit, Schuss und Tor 0:1 durch die Nummer 7, Fabian Bachler, keine Chance für Raphael Kranik im Tor der Gastgeber, da irgendetwas zu machen. Dann wieder ein neuer Angriff. Schuss, aber dieses Mal sicher gefangen von Raphael Kranik, der sehr gut gehalten hat. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Der FC Capron ist am Ball, die Nummer 3. Das ist Ele Brucker. Und auch ein Eigentor gelingt dem Gastgeber des FC Capron. Der Ausgleich auch dieses Mal war Sascha Unterweger im Tor geschlagen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der SC Mühlbach versucht es, bringt aber nichts ein und die FC Capron kann sich befreien. Der Ball geht ins Out. Jetzt wieder ein neuer Pass. Die Nummer 4 ist Georg Rakediner, der Kapitän des SC Mühlbach. Weiter Abschlag. Doch dieses Mal können sich die Gäste befreien. Der Halbzeitstand lautete im Spielverlauf entsprechend 1:1 von diesem sehr sehenswerten Spiel. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal den violett spielenden Gäste am Ball. Rückpass. Die Nummer 10 ist übrigens Fabian Lemberger, der auf Sascha Unterweger zurückpasst. Weiter Abschlag. Und dieses Mal bleiben die Gastgeber am Ball. Jetzt wieder die Geste. Neuerlicher Versuch. Weiterer Konter über die rechte Seite. Und der Ball geht drüber über das Tor. Eine gute Möglichkeit für die Gäste. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Wird nicht attackiert. Schuss und Tor. Weitere Treffer durch Issa Sadik in der 75. Minute zum 1:2 aus Sicht des FC Capron. Dann wieder ein weiterer Schuss und Tor. Ausgleich zum 2:2 nur 3 Minuten später durch die Nummer 10 des FC Capron Daniel Mitterhauser, der übrigens im abgebrochenen Spiel gegen den SC Leogang ein Tor erzielte. Dieses Spiel wurde übrigens am darauffolgenden Mittwoch neu ausgetragen und endete mit einem 1:1 Unentschieden. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit der Gäste, weiter Abschlag, Pass. Aber es ändert sich nichts mehr. Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2 Unentschieden. 2:2, so lautete das aus meiner Sicht gerechte Ergebnis in einer Begegnung, bei der beide Mannschaften ihr Können zeigten und auch die Goalies zeigten einige sehr sehenswerte Paraden. Als nächstes kommen wir zum Damenfußball, denn da fand am vergangenen Sonntag in Bergheim das Freundschaftsspiel zwischen den Damen des FC Bergheim und des HSV Wals statt. Als nächstes kommen wir also zu einem Damenfreundschaftsspiel und dieses Spiel hatte ein eindeutiges Ergebnis. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Beim Damenfußballspiel zwischen dem FC Bergheim und
dem HSV Malz zunächst einmal den meistspielenden Gastgeberinnen am Ball, versuchen es über die rechte Seite. Pass, Nachschuss, aber der Ball geht vorerst nicht ins Tor. Dann wieder ein Rückpass. Gute Aktion von den Walserinnen. Immer noch die Walserinnen am Ball, aber auch dieses Mal keine Gefahr für das Bergheimer Tor. Jetzt wieder. Rückpass. Kontermöglichkeit wird ausgespielt. Und Tor. Keine Chance für die Torfrau der Gäste, was zu machen. Immer noch ein neuer Versuch. Pass. Aber dieses Mal haben die Bergheimerinnen sehr, sehr gut aufgepasst. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Dieses Mal geht der Ball ins Tor. Zunächst wieder einer der wenigen Angriffe der Walserinnen am das Torschuss. Gut abgewehrt von der Bergheimer Torfrau, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussieht. Dann wieder ein neuer Versuch. Über die rechte Seite. Jetzt kommt eine schöne Flanke. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Herrlich gemacht. Und somit können die Gastgeberinnen zur Halbzeit einen 2:0 Vorsprung verbuchen. Dann die zweite Halbzeit. Schöne Aktion. Die Malzerinnen haben zur Halbzeit ihre Torfrau gewechselt. Pass. Immer noch die Bergheimerinnen am Ball. Aber auch da bringt es nichts ein. Wieder ein neuerlicher Versuch. Auch da Pass vorbei. Wieder eine gute Aktion. Gut aufgepasst von der Malzer Torfrau, die sich bei diesem Schuss wirklich auszeichnen konnte. Jetzt wieder ein Angriff des FC Bergheim. Die Walserinnen stehen in dieser Phase sehr, sehr weit von ihren Gegnerinnen weg, was natürlich grundsätzlich nicht gut ist. Schuss und Tor. Ja, hier hat die gesamte Abwehr geschlafen. Pass, Schuss und dieses Mal ging der Ball über das Tor. Wieder eine sehr gute Parade der Walser Ersatztorfrau. Doch es sollte noch Tore geben. Zunächst einmal ein Rückpass. Wieder ein schöner Angriff. Wird ausgespielt. Schuss und Tor, weiterer Treffer. Die Bergheimerinnen gewinnen diese Begegnung klar und auch in der Höhe verdient mit 6:0. Soweit also die besten Bilder vom Damenfußballspiel des FC Bergheim gegen den HSV Walz, das mit einem verdienten 6:0 für die Gastgeberinnen endete. Zur Torfrau der Walserinnen ist zu sagen, dass sie zur Halbzeit gewechselt wurden und insbesondere jene, die in der zweiten Halbzeit spielte, zeigte schöne Paraden, musste allerdings auch zweimal nach einem gegen Patzern hinter sich greifen. Alles in allem eine durchaus interessante Begegnung mit einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg der Gastgeberinnen. Mit diesem Ergebnis sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich
hoffe, die Sendung hat euch gefallen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus.